Ja, Herr Liegfeld, erzählen Sie uns noch einmal kurz, was Sie an Ihrem Protagonisten, an dieser Figur so inspiriert hat zu diesem Roman. Ja, Friedrich Spee war mit Sicherheit einer der mutigsten Männer in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Mutig deshalb, weil er sich als Geistlicher gegen Hexenverfolgung, im Wesentlichen aber gegen das Mittel der Folter gestellt hat. Denn die Tatsache, dass es Hexen gäbe, war damals noch unangezweifelt. Es wäre nachgerade gotteslästerlich gewesen, zu sagen, es gäbe keinen. Er hat aber gesagt, unter der Folter erbrachte Geständnisse sind nichts anderes als Notlügen, um den Schmerzen zu entkommen. Und er hat sich großer Gefahren ausgesetzt und ist letztendlich auch nur knapp mit dem Leben davongekommen. Und diese Biografie hat mich eigentlich über die Jahre immer wieder fasziniert. Ja, auf jeden Fall ein spannender Roman daraus geworden. Ebenso spannend, ja, die nächsten beiden Titel, die bei Dot Books von Ihnen erscheinen. Vielleicht sagen Sie dazu noch kurz ein oder zwei Sätze. Ja, der Arbeitstitel dieser beiden Bände heißt Der Mönch, der die Frauen liebte. Das ist, und die Untertitel, das Buch Heiterbu und das Buch Glendalough. Das handelt sich um einen Mönch am Ende des 10. Jahrhunderts, der es mit der Keuschheit nicht so ganz auf die Reihe kriegte und permanent strafversetzt wurde, insbesondere in die ja noch nicht christianisierten Gebiete, wo die Friesen und auch keltische Restbevölkerung noch lebte, die sich nicht so gerne überzeugen ließen und im Zweifelsfall auch Sachen, ungeklärte Fragen mit dem Schwert beantworteten. Es war also relativ gefährlich für ihn. Und aus dieser Gefahr heraus, wo er sich so durchlaviert, ist, glaube ich, ein ganz interessanter Plot, eine ganz interessante Geschichte entstanden, wobei ich mich auch da bemüht habe, mich historisch so exakt und so streng an Vorgaben zu halten, wie das irgend möglich ist. Also wir freuen uns drauf, es wird sicherlich wieder spannend. Vielen Dank.